Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Sapiens ist endlich rausgekommen. Ich hatte vor geraumer Zeit eine angespielt zu Sapiens gemacht, und zwar mit der Demo. Und gestern Abend um 21 Uhr kam das Spiel endlich in den Early Access. Heute ist übrigens der 27.07.2022, ja, wer es noch nicht weiß. Ganz wichtig nochmal als Info, ja, also dieses Spiel wurde seit 7 Jahren entwickelt von einer einzigen Person, der Dave Frampton. Eine einzige Person, ganz alleine, 7 Jahre lang, und jetzt ist es im Early Access. Und ich bin super, super gespannt, was wir alles erleben werden. Ich habe richtig Bock. Wir werden uns jetzt eine neue Welt anlegen, und zwar Create World. Ich werde jetzt nicht... Es gibt den Speicher tatsächlich, noch den Speicherstand aus der Demo. Aber ich tendiere zu einer komplett neuen Welt. So, ich würde sagen, wir werden mal hier so ein bisschen auswürfeln. Ich möchte jetzt nicht einfach Lake Suns World nehmen, so 0815. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Ich gehe mal durch. Vielleicht finden wir irgendeinen coolen Namen, wo ich sage, hey, das könnte ein Dauerbrenner werden. Insapona Mute. Mute. Mie. Hört sich eher an wie ein Name, ne? Kulupu Sin. Ale. Kulupu Kule Mute. Kulupu Kule Mute? Ist das cool? Komm, das nehmen wir. Kulupu Kule Mute. Mute. Warte, Kule Mute. Kulupu Kule Mute. Okay. Und wir würfeln auch nochmal den Seed aus. Wir haben hier eine sehr, sehr große Landfläche, was ich sehr cool finde. Komm, den nehmen wir. Hier oben ist Schnee. Hier oben ist ganz viel Schneebiom und Wüste ist hier unten. Ich finde, das ist so ein bisschen... Das sieht gut aus. Auch das hier. Mit den Inseln und so. Ich weiß ja nicht, wie das später wird, ob man den ganzen Planeten dann irgendwie besiedeln kann. Das wird sich dann zeigen, ne? So, okay, wir nehmen... Was haben wir hier? Ist alles mittig. Sea Level, Hills Height, Temperature, Continent Size, Pipapo. Ist alles noch in der Mitte. Das lassen wir dann auch so. Und wir nehmen jetzt diesen Seed. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht was reinschreiben soll. So heutiges Datum oder so. Aber nee, machen wir nicht. Wir machen random. Und dann gucken wir mal. Okay, pass auf. Dann werden wir jetzt einmal reingehen. Create World. Es gibt doch keine deutsche Sprache. Das schon mal vorab. Was hier allerdings möglich ist, das kann man hier schon gut sehen. Dieses Spiel ist komplett modbar. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich eine riesengroße Modding-Community irgendwann haben. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass da richtig geile Mods reinkommen, was jetzt die Visuals betrifft oder welches Quality-of-Life-Zeug. Und natürlich hoffentlich auch die deutsche Sprache. Also ich bin gespannt, was ich da noch so alles tun wird. Und jetzt gehe ich auf Create World mit Kulupu Kule Mute. Let's go. Okay, da ist unsere Welt. Hier sind jetzt irgendwo kleine Tribes, die wir führen müssen. Uns zumindest ein Tribe aussuchen. So, warte mal. Kann ich nicht sagen, wo ich hin möchte? Ja, ne? Keiner hat gesagt, dass ich da hin muss, ne? Ich kann auch hier irgendwo hin, ne? Ja, das kann ich. Okay, ich weiß jetzt noch nicht genau, was sind das hier für... Will ich jetzt so ein Waldgebiet haben? Also ich tendiere jetzt tatsächlich nicht zu einer Insel, muss ich sagen. Wo ich das hier eigentlich ganz geil finde. Hier ist eigentlich ganz cool, oder? Guck mal, hier haben wir so warmes Gebiet. Dann nicht weit von uns wäre Schneegebiet. Hier haben wir so Forest. Also ich denke mal, dass wir hier vielleicht ganz gut klarkommen werden. Weil hier, das ist auch noch ein anderes Biom irgendwie, was aber hier auch vorhanden ist. Lasst uns doch mal
hier so reingehen. Moment. Ich denke mal, hier ist es sehr dicht bewaldet. Hier ist es ein bisschen weniger bewaldet. Was haben wir denn hier? Perfekt. Moma, 34 Jahre alt. Moje, 38 Jahre alt. Und Nilin, 40 Jahre alt. Wie lange werden diese prähistorischen Menschen wohl leben? Haben die Menschen überhaupt schon so lange gelebt damals? Ist das so? Die Sapiens. Die wirken sehr alt, ne? Also wir haben eine tropische Savanne hier mit Pinien und Bambus. Heißer Sommer, heißer Winter. Werden wir das überleben, ist die Frage. Wollen wir die drei einfach nehmen? Ich habe jetzt den ersten Tribe genommen, den wir gefunden haben. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach Moma, Moje und Nilin. Ich glaube, die Namen sind auch ganz cool. Es sind drei Leute, keine Kinder am Start. Können die überhaupt noch Kinder kriegen? Frage für einen Freund. Wir probieren das jetzt, okay, Leute? Wir probieren das jetzt. Wenn es schief geht, machen wir einen neuen Tribe, okay? Ich hoffe natürlich, dass wir mit den dreien eine richtig große Zivilisation errichten werden. Lead this tribe. Okay, das sieht schon wieder genauso aus. Hätte ich jetzt ein anderes Biom genommen, wird das denn da auch so aussehen, oder? Your sapiens are going to want somewhere to sleep tonight and hay makes a decent bed. Let's clear some grass so it can dry out and be used for beds. Okay, wir müssen Heu sammeln oder Gras sammeln. Wo sind die überhaupt? Ach da. Ich muss erstmal wieder mich reinfuchsen. Was haben wir? Hier haben wir jetzt Bambus. Wir haben hier einen kleinen Fluss. Das finde ich sehr nice eigentlich. Leute, das ist so schön hier bei uns. Und irgendwo... Mal ganz kurz was gucken. Hier sind wir jetzt. Gar nicht gesehen, dass da so ein Fluss ist. Aber hier haben wir ja das Meer. Aber das scheint denn doch wesentlich weiter weg zu sein, als ich dachte. Wir sind schon wieder in der Savanne. Wollte eigentlich mehr da rein. Aber gut, wir machen das jetzt so. Wir werden ja wohl hoffentlich irgendwann auch mal woanders hinkommen können, oder? Oder expandieren und andere Biome besuchen. So, wir müssen raus aus der Map. Okay. Gut. Nadelbäume, Bambus. Na, mal schauen. Also, ich werde jetzt hier erstmal anfangen, ein bisschen Zeug rauszuholen, dass wir hier das machen können. Und ich werde gleich mal hier auch mit Investigaten starten, ne? Die sollen gleich mal auch ein bisschen was lernen. Das wissen wir ja schon. So, move around. W-A-S-D. Das muss ich machen. Clear 5 grass tiles. Okay, dann machen wir gleich noch ein paar mehr. Hier bitte auch. Und wieso kannst du das jetzt nicht machen? Can't investigate needs digging tool. Ach so, ja. Entschuldige bitte. Dann machen wir das natürlich weg. Dann machen wir das später. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier um die... Um das Tutorial, würde ich sagen. So, haben wir fünfmal, ne? Toggle pause with space. Das kann ich machen. Leertaste drücken. Toggle fast forward with tab. Kann ich auch machen. Tab-Taste drücken. Alles klar. So. Das Schöne ist, in dem Game, man kann direkt reingehen und auf Augenhöhe mit den Sapiens sein. Und die sprechen wie die Sims. Und das ist einfach mega cool. Und ich stelle mir das auch ehrlich gesagt ähnlich vor. Nur halt viel, viel mehr Sandbox. So, to store and manage all of the resources your tribe finds and crafts you're going to need stored. Wir müssen jetzt ein Lagerareale schaffen. Das machen wir, indem wir auf Q gehen. Und mit Q können wir ins Crafting-Menü gehen. So, und hier haben wir jetzt ein paar Kategorien. Einmal Crafting Area, Storage Area und Haybed. Das müssen wir am Ende des Tages haben, ne? So, Storage Areas kann man hier bilden. Und ich überlege mal kurz, wo wir das hinpacken werden. Weil hier werden jetzt wahrscheinlich eher so die Betten und sowas hingestellt werden. Dann machen wir jetzt Storage hier ein bisschen unten am Wasser, würde ich sagen. Hier so. Wie viel soll ich machen? 6 Stück. So. Mit Q gehe ich wieder raus. Nee, gehe ich nicht.
Mit Escape gehe ich wieder raus. So. Wir können verschiedene Sachen auf einmal machen oder mehrere Sachen auf einmal machen. Das kann man mit dem Pluszeichen im Radialmenü durchaus auch machen. Und zwar... das machen wir aber gleich. Das machen wir nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal die dritte Quest unten. Store 8 Branches. Wir haben noch gar keine Branches. Haben wir irgendwo Branches? Haben wir irgendwo Branches? Oder haben wir nur Steine? Gibt es hier irgendwo Stöcke? Da vorne. Nein, doch hier. Hier ist einer. Hier zum Beispiel. Können wir jetzt mit Plus raufgehen, ne? Und dann kann ich hier das ganze Areal sozusagen machen und sagen Select. Und dann sammeln die das. Zwei Stöcke werden aber nicht reichen. Das sage ich jetzt einfach so, wie es ist. Wo sind denn hier Stöcke? Hier sind noch ein paar Stöcke. Okay. Hier nehmen wir auch alle. Select. Und Store. Store. Hat er irgendwie nicht richtig selected, ne? 8 Stück. Okay, pass auf. Dann werden wir mal hier so einen Baum nehmen. So einen hier vielleicht. Da bitte Branches rausholen. Boah, wir haben hier Fruchtbäume. Guck mal. Und was sind kleine süße Alpakas? Was sind das hier für Bäume? Orangen. Die werde ich jetzt nicht, da werde ich jetzt keine Stöcke rausholen. Hallo. Na? Ich gehe der Reihe nach, Leute. Ich werde jetzt hier nicht direkt alles investigaten. Wir werden erstmal gucken, dass wir hier, dass wir der Reihe nachgehen, ne? Wir brauchen jetzt erstmal ein paar Stöcke. Die irgendwie relativ wenig da sind, habe ich so das Gefühl. Vielleicht holen wir uns ein bisschen was von den Bambusbäumen. Wenn das geht. Hallo. Hallo. Nein. Der Wind ist hier ein bisschen heftig. Ah, jetzt. So, komm, nimm mal diese Stöcke hier vorne. Also auf jeden Fall erstmal ein paar Kilometer laufen, damit, damit euch nicht langweilig wird. Ein paar Kilometer laufen ist schon okay für euch, ne? Leute? Hier ist ganz schön hohes Gras. So, wir haben 4 von 8. Ich hoffe, wir schaffen noch die 8. So, issue any order for 4 or more things at once. Click. Also, das habe ich noch nicht gemacht. Okay, das mache ich jetzt nochmal. Und zwar plus. Nein, ich wollte keinen ganzen Kreis haben. Achso, du. Ach, shit. Ja, komm, dann machen wir das so. Radio selected. Select. Und let's go. Okay, dann haben wir die obere Quest auch fertig. Und hier werden jetzt Stöcke gesammelt. Ich muss jetzt dran denken, wir haben nur 3 Leute, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Gegend ist hier. Aber ich find sie interessant. Muss ich sagen. So, da haben wir jetzt Heu. Wir können ja noch Betten bauen, denke ich mal. So, wo seid ihr? Was ist mit euch? Kommt ihr wieder zurück? So, dann machen wir das hier noch weg. Dann machen wir ein großes Areal. Will ich den aber auch noch weg haben? Und den, oder? Und den da. Okay. So, haben wir 8 Branches. Sehr gut. Was kommt jetzt? Sleeping in Beds. Okay, wir machen jetzt Betten. Wir haben 3 Leute, machen 3 Betten. Hier muss ich. Wieso muss ich jetzt... Wir haben 3 Leute, warum muss ich 4 Betten setzen? Hä? Warum? Na gut, ist egal. Wir machen jetzt 4 Betten. Das wollen die haben. Bild. So, drehen konnte man mit XY. Nee. Rotate. Ah ja, das war mit. Hier geht nicht. Okay, die Betten sind so ein bisschen. Mach ich jetzt hier hin, okay?
Ich überlege gerade, ob wir die alle voneinander trennen, so ein bisschen. Ah ne, wir machen das jetzt zusammen, ne? So, dann haben die ein bisschen Abstand voneinander. Die sind ja, glaube ich, nicht verpaart oder sowas. Die Leute. So. Ach, ich muss 4 machen. Mist. Das eine kann ich ja bestimmt wieder abbauen dann, ne? Okay, wir machen 4 Betten. So. Kann ich das wieder... Ach, guck mal, ich hab's wieder rückgängig gemacht. Ich habe 4 gebaut, aber er hat es anerkannt und ich kann es quasi abbrechen. So. Die Sapiens müssen die Welt um sich herum erforschen. Um neue Sachen halt herauszufinden. Und das machen wir jetzt. Damit wir neue Engramme bekommen und neue Sachen bauen können und so weiter. Sie entwickeln sich quasi, indem sie Sachen erforschen. Scheiße, ich muss noch das Bett bauen. Oh nein. Ah, Mist. Warte. Kacke, ja. Ich baue das Bett. Verdammte Kiste. Wieso kann ich das hier nicht hinstellen? Kann ich das? Okay, dann so. Okay. Bild. Remove. R. Warte, ich mach's nochmal. Remove. Und mach nochmal, damit das nachher ein bisschen mittiger ist. So. Ja, ist jetzt völlig anders, aber okay. Gut. Bitte mach die Betten fertig. Ein Bett muss noch erledigt werden. Da werden noch ein paar Stöcke geholt, das ist sehr schön. Investigate Branch, das machen wir jetzt. Wir müssen einmal Branch investigaten. Dann müssen wir einen Rock investigaten. Das heißt, ich werde jetzt auch mal ein paar Steine hier wegsammeln. Das sollten wir auch noch mal machen. Any Rocks. Oh, Any Rocks ist ein bisschen doll, ne? Ich mach mal so. Okay, Select. Und Store, bitte. Dann sind die Steine hier schon mal weg. Und sind dann auch im Lager. Und dann können wir hier nämlich auch investigaten. Und hier werden wir auch investigaten. Okay, perfekt. Perfekt. So, jetzt haben wir die Betten haben wir fertig. Das ist sehr gut. Falls noch jemand dazukommt, ne? Man weiß ja nicht. Vielleicht kommen ja dann irgendwann auch irgendwelche Leute vorbei, die wir vielleicht in unseren Tribe einladen. Ich befürchte jetzt irgendwie, dass unsere Leute zu alt sind, um Kinder zu kriegen, ne? Kann das sein? Also das würde mich ja jetzt mal interessieren. So, wie weit kann ich eigentlich hier raus? Oder wie weit kann ich hier mich bewegen? Kann ich hier auch in ein anderes Biom ziehen? Oh. Ich gehe wieder zurück. Mit Enter kann ich direkt reinzoomen. Okay. So, okay. Wir haben... Was haben wir denn jetzt gerade? Ah, hier, er ist fast fertig. Sie. Moma. Moma hat Feuer entdeckt. Moma hat Feuer entdeckt und damit können wir jetzt ein Campfire bauen und eine Fackel, eine Standfackel. Wie geil. Das ist wohl das Allerwichtigste, gerade hier in den warmen Gefilden. Aber hey, wir haben Feuer entdeckt. So. Und wir sollen jetzt natürlich ein Campfire bauen, ne? Das ist ganz klar. Die anderen beiden... finden noch Sachen heraus. Und du hast irgendwie Langeweile, oder was? Das heißt, ich mache jetzt ein Feuer hier, oder was? Für uns? Hier. Place a Campfire. Das machen wir jetzt. Hier. Bild.
Ein Campfire. Machen wir es lieber ein bisschen weiter nach draußen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oder machen wir das hier oben hin? Ich habe ein bisschen Schiss, dass hier irgendwas abfackelt, wenn ich da jetzt später noch ein Dach drüber baue oder so. Macht erstmal dahin. So, wait for the fire to build. Ich hoffe, du kannst das. Frage mich. General Labor, Basic Building, damit, das kannst du. Okay, dann, let's go. Come on. Fehlt da irgendwas? Was brauchen wir? Nichts. Du machst was. Okay, alles klar. So. Du erforscht jetzt den Stock. Das finde ich sehr gut. Und du erforscht den Stein. Sehr schön. Es ist sehr heiß übrigens hier. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, in dieses Gefilde zu gehen, aber ich habe irgendwie Bock auf Süden. Schon gut. Wir haben hier Orangen, Alpakas, kleine. Ich glaube, das ist ganz cool. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen werden. Ja, Leute, das ist die erste Folge von Sapiens und ich hoffe natürlich, dass euch das gefällt. Ich habe richtig Bock auf dieses Game, weil man halt wirklich ein wirkliches Sandbox-Game hat und ich denke mal, dass es spannend bleiben wird und vor allem will ich wissen, wo die Reise hingeht und wie weit man sich hier entwickeln kann. Das ist das, was mich am allermeisten interessiert. Wie weit kommen wir mit den drei Peoplen? Und wenn euch das gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall am besten jetzt einen Daumen hoch da. Und vergesst das Abo nicht, wenn noch nicht geschehen, ja? So. Warum machst du jetzt nicht weiter? Was ist hier mit dir? Frage mich, warum du jetzt da nicht weitermachst. Was ist mit dir? Ach, du musstest dich nur ausruhen, oder was? Okay, wir haben einen neuen Breakthrough. Thatch Building. Wir können jetzt aus Stroh Häuser bauen. Das ist sehr, sehr cool. Und da müssen wir bestimmt auch gleich machen. Aber jetzt warten wir erstmal, bis er hier fertig ist mit seinem Feuer. Und bis du hier fertig bist, um deinen Stein zu erforschen. Also irgendwie fehlen, kann es sein, dass wir keine Steine mehr. Doch, hier sind doch noch Steine. Ich glaube, die pausieren einfach nur, ne? Weil das so heiß ist, ne? Kann das sein? Longsleeper Optimist. So, wir haben Rocknapping-Skill haben wir gelernt. Rocknapping. By using one rock to hit another, your tribe has discovered that the edges can be sharpened and some very useful tools can be made. So, das heißt, wir können jetzt Waffen bauen oder Werkzeuge bauen, da wir jetzt mit Steinen so etwas herstellen können. Das ist sehr nice, sehr, sehr, sehr nice. Okay, jetzt bau endlich das Ding hier. So, wie können wir Rollen verteilen? Wie können wir eigentlich Rollen verteilen? Wir sollen jetzt einem Säbchen eine neue Rolle geben. Und das machen wir, indem wir auf Q gehen. Und hier oben auf Tribe. Und erstmal gucken wir hier auf der Sapiens-Seite, wo unsere drei Sapiens sind. Wie alt die sind? Oh Gott, hier schon 39 jetzt. War der nicht erst 38? Oh nein, die sind zu alt, um Kinder zu kriegen. Oh nein. So, auf jeden Fall Skills. Firelighting haben zwei. Einer hat Rocknapping und einer hat Thatch Building. Und ich würde sagen, wir geben jetzt bei den Rollen noch einer zweiten Person Thatch Building. Und da sehe ich Moje. Guck mal. Moje kriegt jetzt Thatch Building noch dazu. Desto schneller werden die nachher bauen. Wait for the fire to be built and lit. Ja, dann litte doch mal. Crafting areas and tools. Wir könnten neue Areale bauen. Das sollen wir machen. Vier Crafting Areas. Wir haben jetzt da unten unsere ganzen Ressourcen. Dann machen wir, glaube ich, in der Nähe natürlich auch unsere Crafting Area. Oder wir machen die Crafting Area hier irgendwo drüber. Vielleicht. Oder hier an der Seite. Ich weiß noch nicht genau.
So, du machst jetzt Feuer, ne? Schnuggi. Hey. Perfekt. Perfekt. Okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Crafting Area. So, hier ist Lager. The Building with Thatch. Ja, das machen wir gleich. Hier ist Lager. Dann mache ich hier vielleicht Crafting. Q. Crafting Area. Bild. 4 Stück. Ist zu schief, oder was? Sieht so aus, ne? Kann man ja noch umsetzen später, denke ich. So. Okay. 4 Stück. So, place the thatch hut roof. Wait for the structure to be built. Okay, wir müssen jetzt ein Dach bauen. Das mache ich jetzt anders als in der Demo. Da habe ich nämlich ein komplettes Haus gebaut und das war gar nicht notwendig. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir hier drüber über unsere Freunde einfach ein Dach bauen, damit die geschützt sind, falls es regnet. Mehr nicht. Also 2 Dächer und dann ist gut. Kann das bitte weg? Das sieht mühlig aus. Was ist das hier? Kleine Steine. Okay. Ich würde auch sagen, wir machen hier nochmal ein bisschen größer, ne? Sehr schön. Gegebenenfalls auch hier. Und hier. So. Sehr gut. Okay. So, jetzt sollen wir hier 4 Stonehand Axes bauen. Das machen wir mal. Über Craft. Und dann haben wir hier Stonehand Axes. Davon sollen wir 4 Stück bauen. Warum eigentlich immer 4, wenn wir nur 3 Leute haben? Das ist wahrscheinlich einfach prinzipiell so egal, wie groß der Tribe ist, ne? Gut, machen wir. Und dann machen wir noch 4 Stone Knives. So, mal gucken, ob wir alle erforderlichen Ressourcen dafür haben. Craft. So, okay. Alle haben zu tun. Keim ist langweilig. Die haben auch gar nicht zu futtern, glaube ich, ne? Wir haben noch gar nicht zu essen hier. Ob ich mal ein paar Pfirsiche hole? Habe das Bedürfnis. Aber dann müssen wir das nachher im Tutorial auch machen. Und dann mache ich alles doppelt und dreifach. Was ist das überhaupt da vorne für ein Baum? Ich muss das wissen. Willow. Was ist ein Willow? Ist das eine Trauerweide? Ist Willow eine Trauerweide? Sieht für mich so aus, aber... Es sieht nicht aus wie eine Weide, aber da das da so runterhängt, könnte ich mir das vorstellen. So. Okay, du machst Werkzeuge. Das ist schön. Wait for the structure to be built. Ich glaube, hier fehlen wahrscheinlich Sachen. Könnte ich mir vorstellen. Dass wir noch irgendwie Äste oder sowas brauchen. Glaube ich sogar sehr stark. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwo Äste haben. Hier zum Beispiel. Any branches? Select. Oh, guck mal. Das nehme ich jetzt aber mit. Pumpkin. Das nehmen wir mit. So, Steine haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Stöcke irgendwie nicht so. Warum gibt es hier nur so wenig Stöcke? Weizen? Oh mein Gott, das ist gut. Oh, das ist gut. Das hatten wir nicht in der Demo. Das ist Neuland. So. Wir haben ein Dach erledigt. Ich vermute, das andere Dach... Dem anderen Dach fehlen wahrscheinlich Ressourcen. Bin nicht sicher. Ich sammle mal noch ein bisschen was hier im Umfeld. Lachs für Klamotten, Leute.
Lachs und Weizen. Oh, wie nice. So, hier sind noch ein paar Stöcke. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Einfach Stöcke sammeln. Und die Welt ist in Ordnung. Da brauchen wir auch noch wesentlich mehr von. Wenn ich mich so zurückerinnere. So, okay. Also wenn ihr Stöcke braucht, dann holt bitte welche. Da wird gelaufen. Hier sind auch noch ein paar Branches. Es wird langsam dunkel. Mir fehlt eine Uhrzeit, aber warum sollten wir jetzt eine Uhrzeit haben, wenn wir Urmenschen sind? Das ist ja irgendwie nicht so sinnvoll, ne? Was fehlt uns hier? Haben wir keinen Stroh? Doch, wir haben alles, was wir brauchen, ne? Wir haben alles, was wir brauchen. Da leuchtet das. Hier haben wir jetzt. Wollen wir vielleicht noch so eine Fackel hinstellen? Ich glaube, das fände ich auch noch ganz gut. Hier eine Fackel. Dann hier bei den Ressourcen noch eine Fackel. Und natürlich auch beim Haus. So, dass wir hier noch mal ein bisschen Licht kriegen, ne? Aber die werden jetzt wahrscheinlich pennen gehen. Denke ich mal. Da vorne wird noch gelaufen. Na? Schön bei euch. Ich bin übrigens Lexan, euer Gott. Ich bin dafür verantwortlich, dass ihr hier überlebt. Oh mein Gott. Ob ich das hinkriege? Fragen über Fragen. So, mach mal hier eine Fackel an. Aber ihr baut jetzt erstmal priorisiert wahrscheinlich das. Prioritäten würde ich noch ganz cool finden, ne? Wenn man so sieht, was ja alles gemacht wird oder was ich gerade so in Auftrag gegeben habe, so wie bei den Sims. Und dass man dann sagen kann, hier das nicht, macht das andere. So, Hunger und Food. Ja, wir müssen auf jeden Fall Früchte und sowas organisieren. Gather and store 10 food resources. Fruit grows on some types of trees and bushes. Yeah. Wieso haben wir eigentlich hier noch nicht alles fertig gebaut? Keine Steine mehr. Doch, wir müssen. Doch, hier sind Steine. Ja, ich denke mal, die werden jetzt schlafen gehen, ne? Das werden wir heute nicht alle schaffen. Und das ist auch völlig okay. Für den ersten Tag habt ihr eine ganze Menge geschafft, meine Kleinen. Und es wird noch was getan. Ihr dürft jetzt schlafen gehen, das ist okay. Wir können morgen weitermachen, kein Problem. Es wird erstmal nur hingelegt. Ich glaube, du darfst nicht bauen, ne? Oh, was fehlt? Tell me. Need one branch. Okay, wir haben keine Branches mehr. Okay, alles klar. Ist aber in Ordnung, Leute. Legt euch hin, entspannt euch. Was? Wo läufst du denn? Was habe ich da hinten gesammelt? Auch Stöcke. Die wollen einfach nicht schlafen. Es wird ja gleich wieder hell. Oder was? Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war der erste Tag hier bei den Sapiens. In unserem Tribe, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Das ist sehr gut. Und irgendwie haben die keinen Bock auf Schlafen. Mal gucken, ob sie es bald tun werden. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge und auf den Tag 2. Macht's gut. Ciao.